In dieser Woche beschäftigen wir uns mit offenen Bildungsressourcen, kurz OER. Wir behandeln, was man wie bedenkenlos teilen kann und wie man selbst OER erstellt. Dazu beziehen wir uns auf die Unterlagen unserer Kollegin Anja Lorenz von der TH Lübeck. Ihre Folien, die Sie im Folgenden sehen werden, sind übrigens OER und so lizenziert, wie Sie es gerade sehen können. Was sich genau hinter dieser Lizenz versteckt, schauen wir uns auch im Video an. Zuerst aber einmal zur Frage, welche Unterlagen darf man denn als Lehrperson bedenkenlos nutzen und weitergeben? Naja, also erstens darf ich jedenfalls alle Materialien verwenden, die ich selbst erstellt habe. Allerdings muss ich auch hier darauf achten, dass nicht die Urheberrechte Dritter verletzt werden oder vielleicht Personen abgebildet sind, deren Einverständnis ich dazu gar nicht habe. Zweitens kann ich jene Materialien verwenden, deren Nutzungsrechte ich erworben habe, sprich, die ich gekauft habe. Drittens darf man Medien benutzen, die explizit unter einer offenen Lizenz erstellt wurden. Unter diesen offenen Lizenzen versteht man sogenannte Creative Commons. Das wird oft auch mit CC abgekürzt. Diese Lizenzen sollen Rechtssicherheit für Werke bieten, die frei im Internet zugänglich sind, ohne dass dabei das Urheberrecht eingeschränkt oder verletzt wird. Diese CC-Lizenzen sagen im Wesentlichen aus, dass ich das Werk kostenfrei nutzen kann. Aber bestimmte Nutzungsformen können auch explizit untersagt werden. Ich als Nutzerin verpflichte mich jedenfalls, die Lizenzbestimmungen einzuhalten. Und was sind jetzt genau offene Lizenzen? Wirklich offen sind eigentlich nur drei Lizenzen. Nämlich erstens jene Lizenz, die keine Lizenzbedingungen vorgibt. Also die Public Domain Lizenz. Zweitens die Lizenz CC BY. Bei dieser muss der Name der Urheberin oder des Urhebers genannt werden. Drittens die Lizenz CC BY SA, die besagt, dass das Werk unter gleichen Lizenzbedingungen geteilt werden darf. Alle drei Lizenzen erlauben auch eine Veränderung des Werkes. Ich muss diese nur explizit ausweisen. Okay, das heißt, ich suche also Ressourcen mit der CC 0, der CC BY oder der CC BY SA Lizenz. Und wenn ich die verwenden will, was muss ich da jetzt genau angeben? Also angenommen, ich habe jetzt ein Werk gefunden, zum Beispiel ein Bild, das ich verwenden darf, dann muss ich es eigentlich nur mehr richtig zitieren. Dabei geht man nach der sogenannten Tulu-Regel vor. Das Zitat beinhaltet also den Titel des Werkes, die Urheberin, die Lizenz, einen Link zur Lizenz sowie zum Ursprungsort des Materials. Hier gleich ein Beispiel. Dieses Foto trägt den Titel OER-Ballons auf dem OER.de16 und stammt von Anja Lorenz. Diese hat das Foto unter die Lizenz CC BY in der Version 2.0 gestellt. Ursprünglich hat sie das Foto auf Flickr gespeichert. In der Praxis werden wir wohl eher die Kurzversion verwenden. Der Bildtitel wird dann mit dem Link des Speicherortes hinterlegt und die Lizenzangabe mit dem Link der Lizenz. Und wenn ich jetzt selbst OER herstellen will, wie gehe ich da am besten vor? Nun, ich kann zum Beispiel selbst erstellte Materialien unter eine entsprechende CC-Lizenz stellen. Oder aber ich verwende bereits CC-lizenzierte Materialien, verändere diese für meine Zwecke und stelle meine Version dann wieder unter eine freie CC-Lizenz. So mache ich mein Material dann für andere zugänglich. Wichtig dabei ist aber, beim Ausgangsmaterial im Vorfeld immer die Rechte zu prüfen und zu schauen, wie mein Ausgangsmaterial lizenziert ist. Das hat nämlich einen Einfluss darauf, wie ich meine Materialien wiederum lizenzieren muss. Ein Beispiel. Ist ein Werk zum Beispiel unter CC BY SA lizenziert, dann verpflichte ich mich, meine Version unter der gleichen Lizenz zu erstellen. Und so entstehen dann Materialienpools zum Verwenden, Vermischen, Vervielfältigen, Verbessern, Verbreiten und so weiter. Übrigens, da Sie ja gerade an einem MOOC teilnehmen, ein wichtiger Hinweis, MOOCs sind per Definition OER. Sie können diese zum Beispiel in eigene Unterrichtssettings oder Ausbildungen einbauen
und das kostenfrei. Das wird unserer Meinung nach aber noch viel zu selten gemacht. Dabei gäbe es schon viele tolle MOOCs, deren Potenzial man da wirklich nutzen könnte. In unserem Webinar für diese Einheit gibt es übrigens Erfahrungsberichte von MOOC-Nutzerinnen, die genau das gemacht haben, nämlich MOOCs in Ausbildungen und Bildungsveranstaltungen einzubauen. Und wenn Sie sich jetzt noch fragen, warum Sie eigentlich OER produzieren und freigeben sollten, denn schließlich stellt sich ja auch die Finanzierungsfrage, dann schauen Sie doch mal auf unser OER-Geschäftsmodelle-Kartendeck, das wir Ihnen in den Ressourcen zur Verfügung stellen. Hier gibt es eine Reihe von Geschäftsmodellen für OER.